Wow, schön über die Menschenmasse drüber. Hallo, hier ist euer kleiner Kumpel und ab geht der Lümmel ins Getümmel bei Watch Dogs. Puff, und leider auf jeden Fall wieder mit dem CTS-Kacher. Wir sind beim letzten Part schön vor die Hutten abgehauen mit unserem neuen Spieldings hier. Wisst ihr es gleich noch? Warum ist denn hier ausgerüstet? Unseren, das da herstellen. Können wir mal herstellen. Oh, wir könnten eigentlich mal wieder was anderes herstellen. Oh, da muss ich mal gucken kurz. Davon will ich auch mal eine herstellen. Und dann, ja, dann haben wir das halt so gemacht, weil wir es konnten. Und ja, jetzt sind wir hier drauf und dran halt. Und mal schneller das Auto zu suchen. Ne, das war falsch, bremsen. Und wir springen einfach mal raus. Aber das hat tierisch weh. Ist ja auch scheißegal. Und mal gucken, wir könnten mal das Ding mal aus. Wir haben ja noch drei Stück dafür. So. Wir können mal gucken, wenn ich jetzt die Karre hier klaue. Oder wir probieren es einfach mal so. Ja. Also mit dir, Mandy. Und dann mal Lotti Karotti Vollspeed mit dem Mitsubishi-Verschnitt. Wo ist mein Auto hin? Ach, scheißegal. Wow! Schöner Flug. Jawohl! So muss es sein. Und wir könnten mal wieder zur Waffenzentrale gehen. Ja, wir gehen mal wieder Waffen gucken. Wir hatten lange keine Waffen mehr geguckt. Online-Entschlüsselung. Rumpf. Ich könnte jetzt ein Profil, das Mode-Profiling aktiviert. Mir wirklich keine Lust. Das will ich nicht machen. Ich stürbe lieber noch die Stadt randalieren. Voll in die Kache gedonnert. Erzähle doch nicht. Niemals. Was handelt der? Servus, Meister. Oh. Hey, wie geht's so? Voll. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr Munition verwenden hier. Was haben wir denn hier für eine Munition überhaupt? Guckt euch das mal an, ja. Das ist Granatwerfer-Munition. Wir können mal gucken, ob wir einen Granatwerfer finden. Granatwerfer. Kein Granatwerfer, immer noch kein Granatwerfer. Ein Scharfschützengedöns, auch kein Granatwerfer. Ich dachte, das wird schon langsam ein bisschen teuer. Wir gehen einfach weiter. Danke fürs Gespräch. Mache ich. Wir hinten rein. Da hinten ist der Hinterausgang. Coole Sache. Okay. Ist die Bude auch leer? Das ist cool. Schön, CDUS. Dings gemacht. Ah, das ist die Zeit, da die umläuft. Ah, das ist eine coole Sache. Und schon läuft die ganze Geschichte wieder. Und zapp, weg war das Motorrad. Wir müssen jetzt Ampeln crashen. Wow. Ja, was könnte man eigentlich jetzt mal vor lauter Schreck machen? Wir könnten mal eine fixe Mission machen. Da bin ich und roll noch vor mich hin. Das ist cool. Sie. Ja, gut, dass ich das bin. Ah, Handy. Ah, ja, Spiel. Das ist, nee, das habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Sagen wir hier eine. Und das jetzt hier. Herstellung. Da gehen wir mal hin. Gucken, was da so Schönes gibt. Also das mit dem Hupen, das muss ich immer. Oh, halt, halt. Da hat er schon wieder weh. Mann. Kannst du nicht mal aussteigen, ohne dass du schmerzt? Ja. Oh! Ja, also wurde jetzt gerade auf mich geschossen oder so. Wurde jetzt gerade auf mich geschossen, oder? Ich weiß es nicht. Zumindest lang das gerade so. Was ist denn hier los? Verbrecherkonvoi. Nö, will ich auch nicht machen. Ich will jetzt mal gucken, wie in diesen Teile kaufen hier. Boah, das ist ein schöner Speed. Oh, Speedy! Autsch.
Ah, noch ein schönes Auto, noch ein schönes Auto. Ah, jawohl. Das ist männlich. Straßen gibt es nicht ohne Grund. Ach, Straßen. Was haben wir denn hier eigentlich Feines? Was bist denn du jetzt hier? Nee, das Ding springen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, da sterben wir ein bisschen viele dann. Aber wir können jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Nee, das ist doch Dunkelkammer. Hi. Ja? Oh, gemischt, chemische Komponenten. Das kann man alles gucken. Also wir gucken jetzt erstmal das. Achso, ich kann es auch mal einfach nur so machen. Ja, es ist. Ja, das kommt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Also schon mal gut, dass man jetzt alles so kurven kann. Aber halt nicht viel. Was haben wir denn hier? Alles verkaufen. Ah, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich wusste gar nicht, dass man die Sachen auch verkaufen kann, aber okay. Ein Penner, den schubsen wir mal. Ja. Stimme ich dir voll zu, was auch immer du mir erzählst damit. Na, mein Auto, da steht's doch. So, CDS, Remote-Auftrag akzeptieren, ne, will ich nicht. Die Karre ist geil, die Karre ist geil. Die auch schön fliegen kann, ich weiß es nicht. Wo war denn jetzt das hier? Seit einem Jahr Teil. Arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Blum, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Wow. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte und? Im Schnitt etwa $350 gespart. Ja, Brücke. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Blum, dass dank des CTOS immerhin alle Familien... Jetzt können wir mal richtig jumpen. Oh, dass kein Gegenverkehr kommt. Und was kommt? Gegenverkehr. Und tschu! Ah, ein fliegendes. Was sind wir jetzt mit voller Karacho hier? Nee. Ups, Entschuldigung. Wir können jetzt mal zur Bar fahren. Wir fahren einfach mal zur Bar. Wir machen heute mal eine Stadtrundbummelfahrt oder so. Ups, Entschuldigung, war mit Absicht. Oh, hallo. So, hier ist mein Parkplatz, mein privater, und dann gehen wir mal hier rein. Oh, geil. Am Automaten zocken. Da schauen wir mal, was man so hier so gut gibt. Ach, mehr Geld, kann ich auch mehr Geld geben? Ding, 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 und? Und? Ja. 250. Zombies. Was? Drehen? Wieder mehr? Na gut, dann drehen wir halt nochmal. Aber 250 haben wir schon mal gewonnen, das ist cool. Ja! Ultra. Ultra, sag ich nur. Ultra! Okay. Ah, jetzt wird es dann anders. Ich wollte schon sagen, also die ganze Zeit haben wir eigentlich die ganze Zeit das Höchste gewonnen. Oh, schade. Das höchste wäre 25.000, das wäre mal ultra gewesen. Na, das kommt. Ich will die Zbababa. Nein. Das hätte ja klappen können. Mit dem Bababa. Da fehlt in der Mitte das Bar. Jetzt haben wir drei Pflaumen oder was? Sieben. Ich will die drei Bars haben. Los jetzt. Nein, keine. Nein, ich will drei Bars. Bar? Oh. Ich erschieße ja gleich irgendjemanden, wenn das nicht bald. Dann drücke ich eigentlich nicht auf Holt. Kann man eigentlich unten das Holt drücken? Muss mal gucken, ob das geht. Bar? Bar? Verarsch mich nicht.
Aha. Kann man nicht drücken? Ja, das ist deprimierend alles hier. So, was sind die Hütten dafür Zeichen? Ach, Kombis. Kombi, ah ja, drehen. A, stopp. B, verlassen. L, Wechsel. L. Ah. Bar, bar. Was ist denn das? Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, das System. Und? Hä? Mal geht's mal nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Also irgendwas muss ich zumindest noch vorher drücken. Oh, 20 ist ja ultra. Holt, holt. So. Kombis. Drehen. Ah, stopp. Wir stoppen jetzt einfach mal. Keine Ahnung, warum das klappt, aber bei Bar, Bar, Bar wäre es mir doch lieber gewesen. Mhm. Weil sobald Bar da steht, funktioniert das nicht mehr irgendwie. Hä? Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Schön, $100 gewonnen. Den Arsch. Jetzt habe ich zweimal Bar dort stehen gehabt und weiß nicht wieso. Ich verstehe diesen Automaten einfach nicht, nach welchem System der arbeitet. Ah, 500. Oh, 500 ist natürlich auch schon mal nicht schlecht. Ich habe schon mal Plus gemacht. Ich mache hier nicht Minus. Das sei mal dahingestellt, aber. Und wieder 100. Huh, yes. Tja. Wie auch immer. Dumm. Dumm. Ja, gut, das kann ich wieder nicht nehmen. Hä? 7? Bar. Hold ist angesagt. So. Einfach mal probieren, was passiert. Noch 2-7 kommen. Das ist beschiss. Da bescheißt mich dieser Automat. Das ist ein. Ich weiß eigentlich nicht wieso, aber. Soll ich ihn hier halten bei drei verschiedenen Sachen? Automat macht mich nicht verrückt. Hey! Ah ja, bei diesem. Ah, ich verstehe. Bei diesem Geräusch kann ich immer eins nach runtersetzen. Bar. Hold. Jetzt kommen noch zweimal Bar los. Zweimal Bar. Nein! Es sollte nicht sein, es sollte einfach nicht sein. Ich habe nichts gewonnen. Aber Hauptsache der Automat freut sich. Oder habe ich $10 jetzt gewonnen? Zwei kriege ich. Achso, ich krieg beim. Ah, bei zwei kriege ich meinen Einsatz zumindest zurück. Habe ich nicht schlecht gemacht. Jetzt weiß ich, warum dass ich immer bei zwei ein Freund. $50 interessiert mich nicht. Ich will die dreimal Bar haben. Und es soll nochmal Sachen spielen, macht nicht süchtig. 7? Ach, jetzt kann ich hier nicht, oder wie, hä? Wenn ich bloß 2-7 hab. Hold. Was soll ich denn hier halten? Verarsch mich nicht. Ich will doch nur die 3-mal bahnen. Ach komm, leg mich am Arsch. Ah, hast du wieder Schwein gehabt, dass es ja viele Leute gibt.
Ein Bierchen. Na gut. Na ja, komm, trink ein Bier und dann holen wir unsere Karre wieder. Nee, mir ist nicht kalt. Achso. Ah, hab ich bestimmt noch nicht frei. Das GCDS kennt, frei gedönst. Nochmal Verbrechen erkannt. Mein Auto! Meine Auto. Okay, das mit der Bar war jetzt auch also langweilig. Danke. Und da fahren wir jetzt mal wohin. Wir machen heute keine Mission. Wir könnten. Ah, diesen CDU-Scan könnten wir machen. Wir machen den Turm einfach mal. Komm. Danke. Kann ich überhaupt jetzt hier hacken, das Ding, oder nicht? Nee, kann ich noch nicht. Also rein in der Karre. Schwachstelle erkannt. Voller. Schön, wenn man die Karre auch einfach nur mal zerdommen kann. Entschuldigung. Ah, mein Gott, nicht so rum, ihr ollen Meckersäcke. Wieso hupe ich eigentlich immer so viel? Oh, schön. Bum, bum. Wow, schön über die Menschenmasse drüber. Wir nehmen einfach mal die Abkürzung. Also wir sagen, die Karre ist eigentlich sehr... scheint zu fahren, aber es geht. Ups, Entschuldigung. Oh, danke. Was? CDS Konzert und Mad Mile. Okay. Okay. Das wird dann wahrscheinlich doch eine Sache schwieriger als wie geplant. So, 86 Gold, Geld, von Gold. Kann Verstärkung rufen. Ja, es gibt immer einen Verrückten, ist klar. So gemein zu mir. Lokalisiere die Wache mit dem Zugangscode. Und wieder 280. So, wir können es mal probieren. Ja, wir probieren es einfach mal. So, klappt doch. So, dann machen wir mal schön das Tor zu. So, tschüss. So, aufgelegt. Und er telefoniert immer noch wunderschön weiter. Ich finde das so geil. Aber ist egal. Wir wollten jetzt der TTOS. Jetzt müssen wir mal gucken, da ist eine Kamera. Und er hat eine Kamera. Ah, haben wir gemacht. Gut. Also hacken Sie die CDOS-Server. Ah, dann machen wir den mal als Kamera. Warum haben die allerdings alle verschiedene Kameras hier? Wer war das? Hat sich das gerade von allein bewegt? Ja, hat sich. Hey, du! Komm her!
Das Herstellungs... Ablenken. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen muss direkt, aber egal. Der hat eine Kamera. Ist okay. Ja, klar. Komm, klar, deiner. Hier oben kommen wir auch rein. Das ist cool. Ne, kann man nicht rein. Gut. Aber wo ist denn dieser City? Achso, ich könnte eigentlich bloß mal diesen. Diesen, wie ist das gleich noch? Ja, da. Und dann gehen wir mal den hier. Der steht hier, unterbreche dich. Dann dich mal hier. Oh. Stopp den Überwachungsstaat, lasse. Wir machen einfach mal alle Tore auf. Oh, nee, ich will doch nicht rein. Das Spiel mich gerade ärgert irgendwie. Dann gehen wir mal wieder raus und hängen uns nochmal neu ein. So. Ja. Und. Wunderschön. Siehst du, schon sind wir drin. Okay, dann wollen wir mal. Und dann da drehen wir das auch so rum. Dann ist das wieder weg. Das ist natürlich schlecht. Und dann wollen wir das so rum machen und das dann irgendwie andersrum. Nee. Ach, das ist doch ohne. Das läuft so. Das läuft da hoch, da hoch, da rüber. Und dann müssten wir theoretisch hier noch drauf entspringen. Das kriegen wir aber nur über da. So. Eins hier, eins da, eins dort. Aber das kriege ich nicht einfach so hin. Doch hätte. Dann rüber, dann rüber, dann rüber. Dann haben wir das offen. Das ist das Ziel. Da werde ich aber jetzt nicht so schnell hinkommen, weil da müsste ich mich theoretisch mal so hier machen. Und so hoch. Hüps. Und dann so. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? So hier. Und das. So. So, so. Ey. Was? Ach, zu lange gedauert. Okay, nochmal. So, dann haben wir das, das, das. Und dann muss ich jetzt hier auch das Ding und dann das da auf. Das da rüber ist offen. Erwischt. Okay. Der Serverraum. Aha. Sehr, rennt irgendwas. Cookie! Ich habe zwei Up-Ladies! Ja! Und wer ist jetzt euer? Wie geil ist das denn? Ja! Ich kann euch nicht mein Teleskop sehen! Ja! Arbeiten! Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Was haben die damit vor? Bestimmt eine kleine Lachnummer. Okay, wie es dann weitergeht, das dann im nächsten Part, weil wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Also, tschüss mit euch, euer kleiner Kumpel, man sieht sich.